Mein Vorkommando besteht aus insgesamt 21 Soldaten. Wir sagen ja immer, die sind in Führungsgrundgebiete aufgeteilt. Man könnte auch sagen, in Aufgabenbereiche oder Spezialisten. So habe ich an meiner Seite jemanden, der sich mit Rechts gut auskennt. Ich habe einen Logistiker an meiner Seite. Ich habe jemanden, der sich mit Infrastruktur auskennt, mit IT-Technik, mit militärischem Nachrichtenwesen, also all die funktionalen Bereiche. Da geht es erstmal gemeinsam nochmal den aktuellen Sachstand abzuleiten und festzustellen, läuft das alles gemäß dem vereinbarten Zeitplan. Dann daneben haben wir und jetzt nicht nur Soldaten dabei, wir haben auch drei zivile Angestellte dabei, einmal Bundeswehrsozialdienst und zweimal von der Bundeswehrverwaltungsstelle Litauen, die ab dem 1. April aufgestellt wurde, die sich speziell um Dinge kümmern wie Wohnungsfürsorge und so weiter und so fort. Das heißt, wir wollen auch die ersten Schritte gehen. Wir nennen es mal ein Family Support Center mit dem Ziel, dass es für die Familien, die hier hinziehen wollen, leichter wird, eine Ansprechstelle zu haben. Wo ist der Makler? Wo bekomme ich Internet? Wo ist der Arzt? Wo ist das nächste Krankenhaus? Wo ist der Supermarkt? Und so weiter, also dass diese Dinge, weil das ja doch mögliche Hürden sind, dass die viel einfacher werden und am Ende schon sich mehr Soldaten vielleicht dann auch dadurch überzeugen lassen, mit nach Litauen zu ziehen. Zur Meldung. Augen rechts. Herr Minister Oberthassner, ich melde Ihnen das Vorkommando Panzerbrigade 45 vor dem Abflug. Ich freue mich. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Soldaten. Guten Morgen, Herr Minister. Sehr schön. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen. Ja. Ja, ich freue mich, dass ich Sie heute verabschieden darf. Es ist ein großer Tag für die Brigade. Der erste Tag, wenn man so will, an dem sie sichtbar wird. Es ist ein wichtiger Tag für die Bundeswehr. Das erste Mal, dass wir dauerhaft eine solche Einheit außerhalb Deutschlands stationieren. Und damit ist es eben auch ein wichtiger Tag für die NATO und für die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses, dadurch, dass wir dann demnächst in Litauen stehen werden mit einer ganzen Brigade. Sie sind das Vorkommando, Sie sind die Vorhut, wenn man so will. Sie alle haben sich freiwillig gemeldet, dafür vielen Dank, echter Pioniergeist. Sie haben offenbar richtig auch Lust dazu, diesen Schritt zu tun, darüber freue ich mich sehr, weil es natürlich Neuland ist, das Sie betreten, buchstäblich. Ich habe am Freitag noch mit meinem litauischen Kollegen telefoniert, der mir nochmal gesagt hat, wie dankbar, wie stolz, wie froh Litauen ist, dass wir diesen Schritt gehen und wie bewusst sie sich darüber sind, welche Aufgabe auch sie haben bei der Vorbereitung, bei der Schaffung der Bedingungen, die sie jetzt begleiten. Ich bin sehr froh, dass das so gut auf den Weg gekommen ist. Der Inspekteur des Heeres, General Meiss, hat heute Morgen zu Recht darauf hingewiesen, 9 Monate nach der Entscheidung, 3 Monate nach der Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen Litauen und Deutschland, machen Sie sich auf den Weg, bereiten den Weg für das Vorauskommando, für den Aufbaustab dann im Winter, um dann im nächsten Jahr mit dem Aufwuchs der Brigade wirklich beginnen zu können. Und ja, ich weiß, es ist noch einiges zu tun, auch vor Ort. Die Infrastruktur muss passen, die Kasernen müssen da sein, die Unterkünfte, die Wohnungen. Vieles ist noch zu tun auf litauischer Seite und wir, das kann ich Ihnen versichern, werden alles tun, die Brigade von Anfang an so auszustatten, wie sie ausgestattet sein muss und die Lücken, die das bei uns dann verursacht, so schnell wie möglich zu schließen. Die entsprechenden Arbeitsaufträge sind seit geraumer Zeit erteilt. Also von daher ist alles bereitet, aber die Arbeit liegt jetzt vor Ihnen. Ich wünsche Ihnen erstmal einen guten Flug nach Vilnius. Ich weiß, mein Kollege wird Sie dort in Empfang nehmen, was auch ein besonderes Zeichen der Wertschätzung ist. Also von einem guten Flug, einen guten Start und wir werden uns dann im Mai, wenn ich in Litauen bin, denke ich, sehen. Ich freue mich sehr darauf und wünsche Ihnen einen guten Start. Vielen Dank für Ihren Einsatz, vielen Dank für die Freiwilligkeit, für den Pioniergeist, den Sie damit zeigen. Alles Gute und passen Sie auf sich auf. Und jetzt habe ich aber noch einen besonderen Fall. Ich bitte Herrn Stabsfeldwebel Roland Niege, Christoph Roland Niege zu mir. Ihr Minister. Nehmen Sie Haltung an, bitte. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich Herrn Stabsfeldwebel Christoph Roland Niege mit Wirkung vom 6. Mai 2024 zum Oberstabsfeldwebel Köln, den 21. März 2024 der Bundesminister der Verteidigung. Etwas vor der Zeit,
Die Schulterklappe gebe ich Ihnen mit, weil Sie sie ja erst im Mai anlegen dürfen. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Herr Minister. Ja. 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 Thank you.
Ankunft auf Vorwärtstruppe ist ein großes, das ist sehr wichtig für uns. Ihre militärische Präsenz ist Beweis der deutschen Zuverlässigkeit. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, für die ganze Region und auch für unsere Verhältnisse zwischen Litauen und Deutschland.